Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönisch und ich möchte Ihnen heute dieses Bilderbuch Ruben und Robinia von Nancy Walker Gee, erschienen 2015 im Züricher Akari Verlag, vorstellen. Es ist für Kinder ab 4 Jahre. Hardcover-Ausgabe. Hier sehen wir die Rückseite des Buches. Umfasst 32 Seiten und kostet 13,90 €. Maren Priswalter hat die Illustration zu dem Buch geschaffen. Um was geht's in diesem Buch? Es geht um die zwei Figuren Ruben und Robinia. Es sind nicht Menschen, sondern, wie wir ja auch schon auf dem Titelbild sehen, zwei Bäume. Und zwar Ruben, ein Ahornbaum, und Robinia, ein Robinienbaum. Ruben wird zuerst von dem Mädchen Ella und ihrem Vater auf einem Hügel vor der Stadt gepflanzt. Also dieser Hügel ist völlig kahl, es gibt dort keine weiteren Bäume, kein Gebüsch oder Gesträuch. Wir sehen hier, wie der Vater und Ella gemeinsam den Baum pflanzen mit ganz viel Liebe, wird hier angegossen und Ella freut sich riesig darüber und meint, das ist doch ein wunderbarer Platz für den Baum Ruben, hoch oben auf dem Hügel mit einer schönen Aussicht hier in das Tal hinein in die Stadt. Und Ruben denkt sich, ja, das ist ein herrlicher Platz, um Wurzeln zu schlagen. Jeden Tag kommt nun Ella auf den Hügel, um Ruben zu gießen, aber er wird immer schwächer und schwächer, denn hier sieht man den Winter. Denn das Wurzeln reicht nicht aus, um das Wasser aufzuhalten und aufzusaugen. Und im Frühjahr des nächsten Jahres kehren Ella und ihr Vater wieder auf den Hügel hoch und sehen, dass der Baum völlig kahl und schwach ist. Eigentlich möchte der Vater den Baum fällen und einen anderen an seiner Stelle pflanzen, aber Ella überzeugt ihn doch, einen zweiten Baum hinzupflanzen, denn, so sagt sie, bitte Papa, lass Ruben hier wachsen und lass uns gleich neben ihm einen anderen Baum pflanzen. Wenn er etwas Gesellschaft hat, wird es ihm sicher bald besser gehen. Und wenn es ihm besser geht, wird er wachsen. Also wir sehen hier auch diesen literarischen Kniff, das Kind, das mit seiner natürlichen Empathie sofort erkennt, was Ruben fehlt. Und zwar die Gesellschaft, Zuwendung, Liebe. Und so kommt es, dass dann eben die beiden einen zweiten Baum neben Ruben pflanzen, eine Robinie, die Robinia genannt wird. Und nun geht es darum, wie eben Robinia Ruben hilft und was Ruben für Robinia tun kann, als diese einmal in Not gerät. Es ist eine sanfte Bildergeschichte. Sie kommt nicht, und das sieht man schon an den Illustrationen, auf großen Tönen daher, auch schon vom Text her, ganz am Anfang, wir sehen es hier, reichen nur ein, zwei Sätze aus. Das wird also am Ende ein bisschen anders. Da wird der Text etwas länger. Hier sehen wir das. Und Nancy Walker G. erklärt es mit einfachen, aber sanften Sätzen, was Ruben fehlt. Und sie lässt sozusagen diese Handlung nicht durch Menschen, sondern durch Bäume geschehen. Und es bleibt ja alles an einem Ort. Die Bäume können ja nicht weg. Sie sind dort. Und das macht es alles so eindringlich und so aufnahme- und empathisch in diesem Buch. Und gleichzeitig es gibt auch immer wieder so einen kleinen sentimentalen und manchmal auch wehmütigen Tonfall. Also es ist sehr einfühlsam und auf einer sanften, leisen Art kommt es her. Und ich lese mal ein Stückchen vor, damit Sie den Eindruck bekommen. Er ist bestimmt glücklich hier. Von hier aus kann er die ganze Welt sehen. Stimmt, dachte sich Ruben. Was für ein herrlicher Platz, um Wurzeln zu schlagen. Im Laufe des folgenden Jahres kam Ella jeden Tag auf den Hügel, um Ruben zu gießen. Aber das Wasser floss zu schnell wieder ab. Der Boden um Rubens Wurzeln blieb ausgetrocknet. Und nie hat er genug zu trinken.
Also man merkt ja, es sind ganz wenige einzelne Sätze, mit denen sie ganz punktgenau die Geschichte forterzählt. Es geht ja nicht um eine ganz große Handlung oder um ein Vortreiben, um ein Abenteuer, sondern es geht um das, um die Beobachtung. Und daran schließen sich auch diese wunderbaren Illustrationen von Maren Brisworte an. Also schon jetzt hier am Anfang fällt das auf, das Cover sehr genau, realitätsnah, farbig, pastellfarbig sind ihre Illustrationen, ihre farbigen Zeichnungen. Sie sind ein bisschen so, erinnern so an also retroperspektivisch, aber auch so, naja, Pointillismus nicht, aber ja, in diese Richtung irgendwie gehend. Und sind sehr genau in den Details. Also wir sehen hier, ich gehe zu mal ein bisschen rein, wie viel Wert sie auf die Ausgestaltung dieses Bodens legt oder auf das Feld. Man kann richtig erkennen, wie das Feld ist. Oder hier auch. Es wird also nie irgendwas Übertriebenes, Lautes dargestellt, auch nicht in den Figuren, in den Bewegungen der Figuren. Es gibt also nur diese zwei Menschen, Ella und ihren Vater, den man hier sieht, das was nochmal diese Einsamkeit verstärkt, oder hier, wie sie das pflanzen. Das ist eben auch das, was es wieder ausmacht. Es geht hier nicht um irgendwie Naturwissenschaftliches, warum der Baum da nicht wächst und gedeiht. Es geht um die, sozusagen, um das Empathische, um das Gefühlsmäßige. Und gleichzeitig wird aber hier sehr genau dargestellt, wie man so einen Baum pflanzt. Also diese große Wurzelbalm, dieses tiefe Loch und das Wasser, was dazu kommt, wie hier auch ganz korrekt so ein Ring um den Baum geschaffen wird. Und weiter später sieht man auch so ein bisschen das Wurzelwerk hier, das Wurzelwerk von den Bäumen. Und das macht eben so dieses Buch aus. Und ich glaube, durch diese Illustration wird die Buchidee oder die Geschichte von Nancy Walker Gee nochmal sehr verstärkt. Also es sind genau die perfekten Illustrationen. Ein anderer Stil würde das die Geschichte also ja so stark verändern und verzerren. Aber das, hier haben sich zwei gefunden. Es ist ein Buch, für das man sich Zeit nehmen muss. Also, weil es eben so leis und so sanft ist. Man kann es jetzt nicht so laut. Es ist eher eins, glaube ich, wo man auch eine bestimmte Stimmung dazu braucht, um sich mal zurückzusetzen und zu lesen und für die Kinder. Also, sie weckt mit der Geschichte bei den Kindern genau diese Gefühle aus, was brauche ich? Eigentlich neben einem festen Platz und Kleidung und Nahrung, was brauche ich noch, um Lebenskraft und Freude zu haben? Und dem geht sie eben nach. Es fasziniert wunderbar, es regt an und es ist ein bisschen mal anders als die anderen Bücher, einfach durch diesen Stil und durch die Art dieser Sanftheit. Ich empfehle es sehr gerne, deswegen 5 von 5 Sternen. Wie immer, Infobox finden Sie die Link zu meiner ausführlichen Rezension im Blog kinderbibliothek.blogspot.com. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Buch, mit diesem Bilderbuch oder mit irgendeinem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Tschüss, Ihre Wenke Bönisch.